Der synodale Weg ist ja eine Veranstaltung, die also nicht einer Synode entspricht, um es jetzt mal theologisch oder kirchenrechtlich zu sagen. Das ist eine Veranstaltung, die kann man machen und die können auch Texte fabrizieren, aber die haben keinerlei Bindung und schon gar nicht sozusagen in die Weltkirche hinein. Inwieweit die Ergebnisse dieser Texte fruchtbar sein können oder nicht fruchtbar sein können für den Prozess der Weltsynode, das wird man sehen. Ich bin überzeugt davon, dass sie unfruchtbar sind. Wenn ich eine andere Kirche will, die nicht mehr sozusagen von der Offenbarung her begründet ist, wenn ich eine andere Struktur der Kirche will, die nicht mehr sakramental ist, sondern pseudodemokratisch, dann muss ich aber auch sehen, dass das mit dem katholischen Verständnis, mit der katholischen Ekklesiologie, dem katholischen Kirchenverständnis nichts zu tun hat. Wenn in Deutschland gemeint wird, um es allgemein zu sagen, dass eben diejenigen, die jetzt in Frankfurt beieinander gewesen sind und die jetzt ihre Texte haben, dass sie Rom belehren müssten oder dass sie erstmal ihre wichtige Stimme nach Rom tragen, um Rom sozusagen auf die Sprünge zu helfen, dann dürfen sie das gerne tun. Ich wäre etwas vorsichtiger, ich wäre etwas weniger, jetzt sage ich es brutal, präpotent und würde dann also auch einen Gang runterschalten, auch in der Vorstellung in der Öffentlichkeit.